Hey, hey, hey und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Und ja, wir legen auch jetzt schon sofort los. Und zwar mit unserer Heldin, die Softcake, Zauberin Stufe 9. Oh, das ist gerade so schön. Kennt ihr diesen Massagestuhl? Ich habe den gerade an und es tut so gut. Also, es massiert wirklich richtig geil. Muss ich echt sagen. Empfehle ich wirklich. Diesen Massagestuhl. So, wir wählen jetzt unsere Heldin aus. Und ja, Spiel fortführen. Ladet einen kurzen Augenblick. Es ist gut wieder mit euch. Okay. Unsere Quest lautet: Geht zu den Feldern des Elends. Alles klärchen. Ich guck mal kurz hier. Okay. Was ich übrigens jetzt mache, ist, ich gehe Ich habe erstmal. ein, heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Ich verkaufe mir erstmal ein paar Sachen, weil mein Inventar ist einfach zu voll. So, ich brauche das alles hier nicht. Ich lasse es mal einfach hier. Und den Pilz kann ich hier in meine Truhe packen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wozu ich so viel brauche, aber naja, keine Ahnung. So, geht zu den Feldern des Elends. Alles klar. Friedhof der Verlassenen. So, und da sind wir auch schon. Es geht jetzt weiter. Oh, ich habe die ja gar nicht gesehen. Ach je. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Ja. Zombies. Wo steckt ihr? Oh, shit. Vorwärts! Oh Gott, habe ich einen Schreck bekommen. Au. Ach je. Ein lebendiger Baum. Neues Wissen. Wir hören mal jetzt kurz zu. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Oh, shit. Oh, shit. Oh mein Gott, was für eine Explosion. Ja, ein Augenblick. Ich muss kurz meinen Massagestuhl wieder einschalten. Ach du Kacke. So. Verschwindet! Ich wurde geheilt. Yes, Baby. Ich bin so doof. Warum benutze ich mein. Halt mich! Fuck. Oh, sorry. Ich bin ja beinahe. Beinahe bin ich ja fast krepiert, ne? Mein Templer ist schon tot. Ja. Grobe Lederkapuze. Das bringt mir nicht viel. So, und wir haben die Höhle auch gefunden. Und unser Templer, wo hat sich wieder geheilt? Such nach dem glühenden Schwertbruch doch in der Höhle der Kasra oder Katzra oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. So.
Wir betreten mal jetzt die Höhle. Die Massage tut so gut. Au! Ich habe nicht genug Arkankraft. So. Ich brauche mehr Zeit. Bäm! Oh, habt ihr gesehen? Richtig geil. Oh, ich habe keine Ahnung, aber ich liebe einfach Diablo. Keine Ahnung. Ist einfach nur ein Hammer-Game. Oh. Übrigens, ja, wir hatten eben da unten ein neues Wissen, aber es ist jetzt einfach nur weg. So, und wir gehen weiter. Oh, Party oder was? Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Magdor wird bald hier sein. Fast geschafft. Kommt her. Ich brauche Arkankraft. Dieses Schwertbruchstück glüht mit derselben Magie wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Euch gehört? Ich glaube, ihr täuscht euch. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Ureigen. Nee. Also wir haben neue Stiefeln. Und zwar, die geben uns 1,2% Schutz. Das ist ja mal supi. Hier haben wir eine Axt, aber das ist nichts für uns. Glühendes Schwertbruchstück. Nehmen wir mal an. Bringt das Schwert zu Kane zurück. Alles klar, wir teleportieren uns jetzt mal ganz schnell nach Neu-Tristram. Danke, dass ihr mir im Kampf gegen die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Es gibt so viel mehr in diesem Universum. So, wir klicken mal jetzt Deckard Kane an. Wir sind nicht die Einzigen, die das Schwert haben wollen. Das erste Bruchstück musste ich einer Hexe namens Magda und ihren verrückten Lakaien wegnehmen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Okay. So, ich denke mal, wenn wir jetzt Lea anklicken, haben wir einen neuen Quest. Und ja, wir machen das einfach mal ganz schnell. Magda wollte mich verspotten. Sie sagte, sie wüsste, wo das nächste Bruchstück ist. Es sei an einem Ort gefallen, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Okay, geht zum überfluteten Tempel. Ja, das machen wir dann bei meinem nächsten Video. Und, ja, ich zeig euch mal kurz hier. Habe ich das überhaupt noch?
Nee, verdammt. Naja, egal. Ja, das war's dann mal erst. Oh Gott, ich habe totalen Sprachfehler. Das war's dann erstmal. Ach, okay. Wir lesen nochmal Brief von Mira an Hedrick. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Ach, hey, ist das süß. Tja, leider ist aber die Mira tot. Ja, wie gesagt, war's das erstmal. Was einst eins war, wird zu vier. Ich wiederhole mich zum tausendsten Mal. Und zwar, ja, das war's dann, Leute. Und beim nächsten Video begeben wir uns dann zum überfluteten Tempel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch was und tschüss.